Früh übt sich, wer mal eine gute Beachvolleyballerin werden will. Allerdings sah das Wühlen im Sand am vergangenen Wochenende auf dem Deggendorfer Stadtplatz etwas anders aus. Dort tummelte sich die Creme de la Creme des bayerischen Beachvolleyballsports. Also es gibt 6 BVV Beachmasters, das ist die höchste Kategorie. Und die 6 BVV Beachmasters, wir waren ja schon in Freising und Herrsching. Jetzt sind wir in Fürth, in Kempten und in Mühldorf noch. Und dann ist der Höhepunkt der Masters-Serie ist die Bayerische Meisterschaft. Die ist dann vom 12. bis 14. August in Ebersberg. Und da gibt es eine Rangliste. Und die besten 16 bei den Herren und besten 12 bei den Damen qualifizieren sich eben für die Bayerische Meisterschaft. Und wer da gewinnt, ist Bayerischer Meister. Und eines dieser 6 höchstklassigen Qualifikationsturniere fand also in Deggendorf statt. Der TSV Deggendorf wollte zu seiner 150-Jahr-Feier eine sportliche Großveranstaltung anbieten. Die Turner haben versucht, eine deutsche Meisterschaft zu bekommen, die haben sie nicht bekommen. Und die Volleyballer haben sich eben um diese Ausrichtung von diesem BVV Beach Masters bemüht. Wir haben die Zusage bekommen, unter der Voraussetzung, dass wir 2 Plätze im Stadtplatz aufschütten können. Denn wir brauchen dafür mindestens 4 Plätze. Das klappte und so sahen die zahlreichen Zuschauer jede Menge spektakuläre Ballwechsel und Volleyballsport der Extraklasse. Und auch den Spielern macht es unheimlich viel Spaß. Also super Veranstaltung, geiles Publikum, super Wetter, schöne Location. Aber wie der Beachwart schon gesagt hat, bisschen eng hinten, die bemessen alles. Ansonsten geiler Sand und geilen Anlagen. Super, hat alles Spaß gemacht. Also ich fand es super schön, es ist echt ganz nette Atmosphäre gewesen. Nochmal was ganz was anderes mitten in der Innenstadt. Und ich fand die Zuschauer sind da noch einige gewesen und ich fand von der Stimmung her war es echt super. Hat viel Spaß gemacht hier zu spielen. Jetzt aber zum Sportlichen. Die beiden Siegerteams haben Sie ja schon im Bild gesehen. Bei beiden Teams war es aber eine ziemliche Überraschung, dass sie sich den Sieg in Deggendorf holten. Florian Schweikart spielt nämlich normalerweise mit Alexander Hurler zusammen, doch der wurde kurzfristig krank und so sprang sein früherer Partner Roger Büchsenschuss ein mit Riesenerfolg. Nach einer Niederlage gegen ihre späteren Finalgegner Martin Hirschbeck und Florian Wagner mussten beide in die Hoffnungsrunde, kämpften sich aber trotzdem bis ins Halbfinale vor, besiegten dort die Paarung Carsten Vielmeier und Markus Zimara und nahmen im Finale erfolgreiche Revanche an Hirschbeck und Wagner. Gut gestartet sind wir und haben uns auch schon ein bisschen so im Halbfinale gesehen, aber ganz weit vorne natürlich nicht. Und sind super happy, dass wir jetzt hier gewonnen haben und hat super Spaß gemacht. Ja. Auch bei den Damen kam der Sieg für das Duo Henry Schulz ziemlich unerwartet. Also wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, weil die Michi vor 3 Monaten sich das Kreuzband angerissen hat und wir hier nur gestartet sind, um mal zu schauen, was geht. Und wir sind total glücklich, dass es wieder so gut gegangen ist und dass wir jetzt auch in einem dritten Satz Finale das aber noch für uns entschieden haben. Das Duo vom TV Planegg Krailing hatte das ganze Turnier über keinen einzigen Satz abgegeben. Erst im Finale knöpften ihnen die Augsburgerinnen Julia Fürmann und Kerstin Hirscht einen Durchgang ab. Am Ende reichten aber die Kräfte bei den amtierenden bayerischen Meisterinnen trotz des Handicaps von Henry doch noch, um den Tiebreak mit 15:8 für sich zu entscheiden. Wir konnten halt auch nicht viel zusammen trainieren, weil wir noch nicht wussten, wie das mit dem Knie ist. Und jetzt haben wir gemerkt, es geht und jetzt geht's wieder los. Am Ende also lauter zufriedene Gesichter in Deggendorf. Und vielleicht macht das BVV Masters hier jetzt öfter Station, nachdem die Premiere ja so gut gelungen ist.